Hallo, der Markus hier von Markus Fotos. Ich bin wieder mit der Anna im Studio. Hallihallo. Und heute wollen wir ein bisschen rumexperimentieren. Und zwar habe ich vor einiger Zeit beim Surfen im Internet eine Lampe gefunden, die eigentlich dafür gedacht ist, dass man sie sich mit einem Saugnapf oben an den Spiegel macht, damit man als junge Dame es leichter hat, sich da hübsch zu machen und zu schminken. Aber ich fand das ganz interessant und habe mir überlegt, das kann man vielleicht auch zum Fotografieren benutzen. Und dann habe ich den Hersteller bei Beautylight mal angeschrieben und habe gesagt, hättet ihr nicht Bock, mir mal zwei solche Lampen zur Verfügung zu stellen, dass ich das einfach mal ausprobieren kann. Vielleicht sind Fotografen eine ganz interessante Zielgruppe. Sie haben mir tatsächlich sowas geschickt. Ich habe nicht wirklich dran geglaubt, aber es ist passiert. Ich habe sie jetzt da und ich möchte die kurz mit euch mal ausprobieren. Also, ich stelle euch das erstmal vor und dann seht ihr vielleicht, warum ich das interessant fand. Also, dieses Produkt ist im Prinzip nichts anderes als eine Röhre aus Alu und da ist im Grunde nichts anderes drin als ein LED-Streifen. Ist also etwas, was man sich mit ein bisschen Mühe und Not, wenn man das möchte, auch selber bauen kann. Ich fand es aber interessant, weil hier ein paar Funktionen drin sind. Und zwar ist es so, dass man hier oben so einen Sensortaster hat und über den kann man diese Lichtleiste quasi ganz praktisch steuern. Und zwar natürlich einmal ein und aus. Und wenn man den Sensor quasi antippt und festhält, dann hat man eingebaut eine Dimmfunktion, was natürlich schon mal ganz praktisch ist, denn auf diese Weise können wir verschiedene Helligkeiten realisieren und immer wenn das so kurz aufblitzt, ich weiß nicht, ob man das im Video sehen kann, dann hat man entweder die maximale oder die minimale Helligkeit erreicht. Man hat aber auch eine andere Möglichkeit, wenn man das ausschaltet und beim Einschalten festhält, dann geht diese Lichterkette da drin verschiedene Farbtemperaturen durch. Das heißt, ich kann nicht nur mit sehr kaltem Licht fotografieren, wenn ich das möchte, sondern ich kann sogar mit sehr warmem Licht fotografieren. Wobei ich sagen muss, dass mir aufgefallen ist, dass die kalte Einstellung, also diese hier, einen leichten Grünstich erzeugt, zumindest beim Filmen von Videos. Aber man muss ganz klar sagen, das Produkt war ja auch eigentlich nie als Fotografie- oder Videografie-Produkt gedacht. Insofern ist das zu verschmerzen. Ich finde allerdings die Einstellung mit einem etwas wärmeren Licht, so wie diese hier, finde ich zum Fotografieren eigentlich ganz, ganz schön und damit möchte ich auch ausprobieren. Ja, warum hat mich das hauptsächlich interessiert? Mit so einem schmalen Streifen Licht, besonders wenn man zwei oder noch mehr davon hat, kann man natürlich auch ganz fantastisch unterschiedliche Augenreflexe erzeugen und das möchte ich mit euch zusammen mit der Anne heute mal ausprobieren. Um es etwas leichter handeln zu können, wie gesagt, eigentlich ein Produkt für den heimischen Spiegel, da musste ich mir natürlich was überlegen, wie kann ich das befestigen und einrichten. Und ich bin einfach dazu übergegangen und habe mir hier ein ganz normales Lichtstativ genommen und habe hier so einen Manfrotto-Schirmneiger dran gemacht. Sowas ähnliches werdet ihr auch haben. Und beim Manfrotto-Schirmneiger ist der Vorteil, dass man den oberen Teil hier rausnehmen kann und somit hier eine hohle Öffnung hat. Und das ist ganz praktisch, denn da kann ich jetzt einfach hergehen und kann meine Lichtleiste da reinsetzen und vorsichtig hinten mit der Schraube so ein bisschen fixieren. Da brauche ich auch nicht viel Druck, dann hält das ganz wunderbar. Und jetzt habe ich eben über den Schirmneiger die Möglichkeit, das in alle Richtungen zu kippen. Und ich kann es halt auch eben ganz normal drehen und in jede Richtung und jede Position bringen, die ich da für richtig halte. Ja, ich würde sagen, wir bauen ein ganz klein bisschen um und dann erkläre ich euch, was wir umgebaut haben. Und dann fangen wir an, Fotos zu machen. Ja, wie ihr sehen könnt, wir haben ein klein bisschen umgebaut. Die ganze Szenerie hier wird jetzt eigentlich wirklich nur noch von diesen beiden Lichtern beleuchtet, die hauptsächlich dafür da sind, Anne zu beleuchten. Ihr könnt sehen, wenn ich mal auf das Video aus der Kamera zurückschalte, wie das aussieht. Ihr habt also ein sehr gleichmäßiges Licht, Licht von links und rechts. Und wenn ihr in die Augen schaut, habt ihr auch diesen ganz eindeutigen Augenreflex, ein bisschen wie so Katzenaugen, weil wir halt eben zwei Lichtleisten, einmal links und einmal rechts haben. Finde ich einen ganz interessanten Look, ein sehr beauty-lastiger Look, wie gesagt, sehr gleichmäßig, eignet sich eigentlich immer, kann man nicht so viel mit falsch machen. Ich mache mal ein Foto in dem Look, damit wir einfach mal sehen können, wie das ausschaut. Gefällt mir so, können wir so lassen. Ja, bauen wir ein klein bisschen um. Es gibt natürlich nicht nur die Variante, das so aufzubauen, wie wir es jetzt hier sehen, sondern wir haben natürlich alle möglichen Möglichkeiten, verschiedene Formen zu machen. Also eine Möglichkeit zum Beispiel wäre die, einen der beiden Arme quasi im 90-Grad-Winkel abzuknicken. Und da Licht in der Regel nicht von unten kommt, sondern Licht kommt normalerweise von oben, gehe ich jetzt auch hin und bringe den nach oben. Dabei darf ich nicht auf dem Kabel stehen, so. Ungefähr auf die Höhe, wo halt mein gerade ausgerichteter hier zu Ende ist. Und jetzt löse ich das hier noch ein ganz klein bisschen und richte das Licht ein bisschen nach unten. Einmal so, damit das mehr von da kommt. Und die andere Seite, die drehe ich ein klein bisschen rein, damit es dich ein bisschen besser trifft. So, schauen wir mal, wie das jetzt aussieht. Ja, bei diesem Licht sieht man halt auch ganz klar auf der
rechten Seite etwas mehr Schatten. Wir haben also eine etwas klassischere Ausleuchtung, aber gleichzeitig auch eine schöne Aufhellung auf der rechten Seite. Gefällt mir sehr gut und auch hier ein Augenreflex, der nicht ganz so gewöhnungsbedürftig ist. Zwar etwas ungewöhnlich mit diesem Winkel oben in der Ecke, aber ich denke, das könnte mir gefallen. Gefällt mir jedenfalls selber besser als das Licht von Ringlichtern. Ja, eine weitere Variante, die wir bauen können, ist das Licht im Dreieck anzuordnen. Dazu gehe ich jetzt erstmal wieder hin und hole den anderen wieder etwas auf die andere Höhe zurück und stelle das jetzt hier etwas im 45-Grad-Winkel an. Und dasselbe mache ich mit dem auf der anderen Seite auch. Mal schauen, ob das von der Kamera her passt, dass da nichts im Weg ist. Ganz wunderbar. Geh mal ein ganz klein bisschen darüber. Okay, wunderbar. Sehr schön. Bei dieser Art der Beleuchtung betonen wir so ein klein wenig die V-Form vom Gesicht. Wir haben also hier ein bisschen Schatten unter den Wangen, was doch auch diesen Beauty-Effekt ganz schön herausholt. Ja, wer sich noch daran erinnert, dass ich eben erwähnt habe, man kann die Farbtemperatur dieser Lichtleisten einstellen. Das kann man sich natürlich auch zunutze machen. Ich gehe jetzt nochmal wieder hin und bringe die beiden auf dieselbe Höhe, so wie ich das eingangs hatte. Und schalte jetzt eine mal tatsächlich in einen möglichst warmen Farbton. Das wäre dieser hier. Und gehe hin und schalte die auf der anderen Seite im Gegensatz dazu auf einen möglichst kalten Farbton. Das Licht, was ich dadurch jetzt so ein bisschen bekomme, ist, wer die Serie Game of Thrones kennt, Song of Ice and Fire, da findet man auch so das ein oder andere Porträt in eben dieser zwielichtigen Ausleuchtung, die mir meistens sehr gut gefällt. Und das schauen wir uns jetzt auch nochmal im Foto an. Sehr schön. Ja, genauso gut muss das Licht natürlich auch nicht immer von genau vorne kommen, sondern wir können das Licht auch so drehen, dass es etwas stärker von der Seite kommt. Dass wir so ein bisschen mehr in Richtung eines Low-Key-Effektes gehen, so wie wir das jetzt hier haben. Da haben wir natürlich alle Möglichkeiten zu variieren, wie wir das sonst auch machen würden, wenn wir ganz normal mit Softboxen fotografieren würden. Ich hole die auf der anderen Seite noch ein klein bisschen weiter nach vorne. Nur minimal. So fände ich das, glaube ich, ganz gut. Schauen wir mal. Dann machen wir doch davon auch mal ein Foto. Ja, gefällt mir sehr gut. Man sieht sehr, sehr vielseitige Möglichkeiten mit diesen Lämpchen. Ich freue mich auf jeden Fall damit, noch ein bisschen weiter rum zu experimentieren. Wenn ihr euch für die Lichter von MyBeautyLight interessiert, dann schaut mal unten in die Videobeschreibung. Da habe ich euch einen Link hingepackt. Wenn ihr weitere Videos sehen wollt, dann habe ich hier unten zwei Empfehlungen für euch. Und zwar geht es einmal dabei um das Fotografieren draußen nachts mit nur natürlichem Licht, also dem Licht, was die Stadt ohnehin so zu bieten hat. Guckt da mal rein. Und auf der anderen Seite geht es um das Setzen von Licht und warum eigentlich bestimmte Lichter an bestimmten Stellen stehen bei so einem Aufbau. Wenn ihr mir helfen wollt, weitere Videos wie dieses zu machen, dann geht mal auf markusfotos.de/helfen. Da könnt ihr erfahren, welche Möglichkeiten ihr habt. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Tschüss.